Das waren die 9 Stages, der Surprise Stages, die wir organisiert haben seit Ende Juni zusammen mit der Radcrew Hamburg und auch mit den Women Cycling haben wir 9 Ausfahrten durchgeführt. Die hat heute ihre Krone gefunden mit der Queen Stage. Wir sind zusammen mit den Profis von Bora Hansgrohe ab dem Hotel gefahren und haben eine wunderbare Fotosession mit denen vorher erlebt. Das Ganze findet im Rahmen statt, in dem wir versuchen, den Soul des Radsports zu vermitteln. Unser Fahrradladen Concept Cycles in Hamburg, hier an der Kollaufstraße, hat nicht einfach nur den Anspruch, einer der besten Fahrradläden in Hamburg werden zu wollen, sondern auch darüber hinaus jedem Kunden, jeder Kundin und vielleicht auch Nicht-Kunden zu vermitteln, was das Radfahren bedeutet. Gestern hatten wir die große Big Surprise Party. Surprise Party deswegen, weil sich 2 Profis aus dem Team Bora Hansgrohe bei uns als Besuch angekündigt hatten. Das waren der Michael Schwarzmann und Andreas Schillinger. Und die beiden hatten eine ganz besondere Rolle, denn die Siegerehrung der Specialized Cup von der gesamten Rennserie hatte gestern seinen Höhepunkt gefunden und die beiden haben es sich nicht nehmen lassen, mit dem Gutschein, den wir geschenkt haben von uns aus als Siegpreis und der Urkunde, die von den beiden Profis überreicht worden sind. Das Strahlen in den Augen sowohl bei der Jugend als auch bei den Erwachsenen und den beiden Profis war einfach überwältigend. Hinzu kam das Riesenpublikum von fast 300 Gästen, die den Abend genossen haben, gefeiert haben mit bester Musik, bestem Wetter, leckerem Essen von Maracaibo, war der ganze Abend rundum gelungen. Für einige von uns war die Nacht recht kurz, weil heute Morgen um 8 dann gleich das Briefing losging für die Ausfahrt, die Queen Stage, zusammen mit dem gesamten Team von Bora Hansgrohe, das morgen bei den Cycle Classics fährt. Und es hat alles so gut geklappt, dass jede ihr Autogramm bekommen hat. Auf den Fahrradrahmen, auf Helme, auf Radflaschen, auf Trikots. Und es war einfach ein Genuss, diese Profis bei der Arbeit zu beobachten. Denn das war das zweite Ziel, was wir erreichen wollten. Wir konnten uns direkt hinter dem Profi-Auto einreihen, um dann am Deich eine wunderschöne Runde bei bestem Wetter. Und jetzt hier seht ihr noch die letzten Reste unseres Festes, wo wir allen Leuten, die halt hier bei gewesen sind, noch ein bisschen mit was mit Fleisch und selbstgemachten Salaten was kredenzen wollen. Und die ganzen Helfer, die uns hier geholfen haben, haben ein Riesengeschenk, denn Peter Sagan hat es sich nicht nehmen lassen, seine Autobiografie selbst noch zu unterschreiben. Und da wir noch nicht vorher wussten, welche Helfer dabei sind, leider keine Namen drin, aber immerhin ist Peter Sagans Unterschrift dabei. Und genau das ist das, was wir wollen, dass die Profis uns helfen. Wir haben zusätzlich noch ein Buch vom Jahr 2017 vom gesamten Team, wo die Geschichten und Bilder drin sind. Das bekommen die Helfer nachher persönlich ausgehändigt, um dem Ganzen einen Abschluss zu geben. Im nächsten Jahr wollen wir das Ganze noch ein bisschen besser organisieren und wir wollen vor allen Dingen auch, so wie die Ladies, mit denen 21 Fahrerinnen in einem Trikot, in einem Dress an den Start gehen, auch noch eine gemischte Truppe an den Start bringen. Vielleicht wollen wir sogar noch mehr Leute schaffen, die in verschiedenen Leistungsklassen fahren können und wollen ungefähr 40 Menschen im gleichen Trikot zu den Cycle Classics hinbringen. Das ist unser Ziel. Bleibt bei unserem Newsletter, besucht uns auf unserer Website und natürlich bei uns in unserem Store. Und bleibt dem Radsport treu.